Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch. Die USA sind nicht nur das Mutterland der Prohibition, sondern auch Geburtsort vielfältiger politischer Ideen und Kampagnen, um gerade gegen das Hanfverbot wieder aktiv zu werden. Und eine dieser Ideen, nämlich die Befragung von Politikern durch die einfache Bevölkerung, ist gerade über den großen Teich geschwappt. Frau Merkel versucht ein bisschen Web-2-Nulliger zu werden und wir wollen die Möglichkeit nutzen, ihr gleich mal anständig eine Frage zur Cannabis-Legalisierung vor den Latz zu ballern. In den USA funktioniert das hervorragend. Wenn Obama solche Fragerunden macht, dann sind die Cannabis-bezogenen Fragen immer ganz, ganz weit oben in der Liste und Obama muss sich dann irgendwelche Ausreden einfallen lassen, warum er sie dann doch nicht öffentlich beantwortet. Genau das hat Max Plenert jetzt mit Angela Merkel, unser aller Bundeskanzlerin, vor und er braucht dazu eure Hilfe. Mats? Hallo! Nach dem Vorbild des US-amerikanischen Präsidenten Obama lässt Frau Bundeskanzlerin Merkel uns, die Bürger, Fragen an sie richten, die sie dann per YouTube beantworten wird. Ich habe sie gefragt, was sie von der Forderung hält, den bestehenden Schwarzmarkt für Cannabis durch einen regulierten Markt zu ersetzen, mit Jugendschutz, mit Verbraucherschutz, mit einer Kontrolle von Qualität und THC-Gehalt und durch eine Cannabissteuer mehr Suchtprävention zu finanzieren. Ihr könnt diese Frage noch bis zum 13.11. bewerten. Auf die Homepage kommt ihr einfach, indem ihr eingebt, www.handverband.de/Frage. Dort könnt ihr dann für meine Frage oder für andere spannende Fragen, die sich dort finden, voten. Und die Top 10 der Fragen werden dann hoffentlich von Frau Merkel beantwortet werden. Also wenn euch es auch interessiert, wie Frau Merkel zu dieser Forderung steht, votet mit und zeigt ihr, dass wir ein Interesse haben, wir die Bürger ein Interesse haben, zu wissen, wie Frau Merkel dazu steht. Ich finde gut, was sich Max da ausgedacht hat und hoffe, ihr nehmt euch die 60 Sekunden Zeit, macht die 2-3 Klicks und sorgt dafür, dass Angela Merkel sich öffentlich zur Cannabis-Legalisierung äußern muss. Vielen Dank und freut euch. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund des Senders wegen.